Hallöchen, Leute. Gruppe 2 meiner Steppenschildkröten erkundet gerade das neue Gehege. Es ist schon relativ spät heute am Tag und Temperatur ist etwas runtergegangen. Und sie sind gerade hier rein und suchen instinktiv die Schutzhütte auf. Perfekt. Hier haben sie auf jeden Fall erstmal mehr Platz, bis das Wetter draußen außerhalb des Gewächshauses optimal ist. Aber so lange müssen sie noch hier drin bleiben. Jetzt kann ich hier locker die beiden Gruppen unterbringen. Die schlafen schon. Und ja, bin gespannt, wie es morgen läuft. Das Männchen schläft schon. Ob sie jetzt hier mit dem Balzverhalten loslegen? Aktuell haben wir hier drin von 27 Grad. Heute Nachmittag ist jetzt hier gegen Abend auf 11 Grad runter. In der Schutzhütte soll die Temperatur deutlich höher sein. Heute Nacht wird es noch mal etwas kühler. Aber wenn Sie die Hütte finden, passt das hier super. Ansonsten helfe ich noch ein bisschen nach. Aber die scheinen erstmal hier noch ein bisschen rumgucken zu wollen. Ich lasse die Lampe mal noch eine halbe Stunde an. Ich wollte eh noch mal die Temperatur testen. Dass hier soweit passt mit dem Stein hier unten drunter. Welche Temperatur wir hier zustande kriegen.